Viele Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst mussten am Donnerstagabend in Siegen-Geisweit zu einem Feuer ausrücken. In einem Haus an der Sulbacher Straße, direkt unter einem Dachstuhl, brannte ein Zimmer. Dabei wurden zwei 17-jährige Jungen verletzt. Sie mussten mit Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert werden. Um kurz vor 18 Uhr lief der Alarmruf bei der Feuerwehrleitstelle in Siegen ein. Beim Eintreffen der ersten Kräfte kamen Flammen aus einem Fenster unter dem Dach. Die beiden durch Rauchgas verletzten Jungen hatten das Gebäude selbstständig verlassen können. Im Innenangriff unter Artenschutz löschten die Wehrmänner das Feuer. Auch wurden von außen zwei Drehleitern in Stellung gebracht. Vermutlich ein technischer Defekt an einer Modelleisenbahnanlage war für den Brand verantwortlich. Die Straßen im Bereich Sulbacher Straße wurden von der Polizei abgeriegelt. Die Brandermittler der Kripo Siegen haben ihre Arbeit aufgenommen. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.